im zweiten Lauf 5 Athletinnen schon in der Startliste. Die Deutschen noch mit einem jungen Team, aber auch mit Caroline Schäfer. Die muss sich für die WM qualifizieren, obwohl sie nach internationalen Gesichtspunkten natürlich als eine der Weltbesten, als die WM-Zweite von 2017 und die WM-Dritte von 2018 sowieso dabei wäre. Aber im deutschen Verband will man eine Bestätigung sehen heuer. Anders für Sophie Weißenberg, junge deutsche Athletin, die ebenfalls wie viele andere ihr Debüt feiert in Götzis. Ihre Mutter, Heike Tischler, war 1988 hier dabei und hat ihre persönliche Bestleistung aufgestellt. Jetzt ist Sophie Weißenberg in den Fußstapfen der Mama, 21 Jahre alt. Bestleistung 6.165 Punkte. Diese junge Athletin kennen wir von der Hallen-Europameisterschaft in Glasgow. Da war sie durchaus auffällig und ist noch ganz jung, 18 Jahre unter 18 Europameisterin auch. Maria Vicente, ihr erster Siebenkampf im Erwachsenenwettkampf. Aus Polen, auch 20 Jahre alt, Adriana Sulek. Auch ein Debüt. Es sind überhaupt von den 34 Athletinnen, die am Start sind, fast die Hälfte 23 Jahre oder jünger. Es ist ein absolut neues Feld sozusagen, das wir hier sehen. Sie war schon hier, Caroline Agnou aus dem noch zahlreichen Schweizer Team. Caroline Agnou, 23 Jahre alt, aber auch noch. Morgen hat sie Geburtstag. Auch diese Belgierin kennen wir schon hier in Götzis. Zweimal war sie schon da. Hanne Maudens hat ihre Bestleistung vor einem Jahr hier aufgestellt mit 6.252 Punkten. Und sie hält auch den Weitsprungrekord für Belgien in der Halle. Also da können wir uns auf einiges gefasst machen. 6,51 Meter ist ihre Bestleistung. Im Hürdensprint alle im Bereich 13,6 bis 14,0. Also auch hier wird es in den Bereich gehen, eine Zeit vielleicht schon etwas deutlicher unter 14 Sekunden anzustreben. Von Band 2 bis 6, 21 Jahre, 18 Jahre, 20 Jahre, 23 Jahre und Maudens mit ebenfalls 22, noch sehr, sehr jung. Ja, jetzt haben wir einen Fehlstart. Seltenheit eigentlich im Hürdensprint bei den Frauen. Zur Fehlstartregel im Mehrkampf, da gibt es am Anfang nicht gleich eine Strafe. Anders als bei den Spezialistinnen und Spezialisten, da würde der erste Fehlstart ja schon den Abschied bedeuten vom Wettkampf. Boah, ganz schwer zu sagen, also war eine ganz knappe Geschichte. Es ist Hanne Maudens, die sich da um 0,099 Sekunden zu bewegt hat. Also eine Tausendstel Sekunde zu schnell. Das ist natürlich elektronisch mit freiem Auge nicht erkennbar. Hier. Aber wenn der natürlich durchgegangen wäre, hätte sie den perfekten Start gehabt, die Belgierin. Jetzt hast du natürlich aufpassen. Zweiter Fehlstart, der kann schon bitter werden. Und einen Mehrkampf quasi vor dem ersten Schritt zu beenden, das will sowieso niemand.
vielleicht etwas Zurückhaltung jetzt im Startblock, um ja auf Nummer sicher zu gehen. Da. Kein zweiter Schuss, das heißt, alle abgelassen und Adriana Subek, die Polin, dem weißen Oberteil lange vorne. Aber jetzt Maria Vicente, die Spanierin, die sich da hier den Sieg holt in 13:62 und das ist schon einmal eine grandiose Bestleistung. Die 18-Jährige in ihrem ersten Siebenkampf auf allgemeiner Klasseniveau, also auf Erwachsenenniveau, 1,7 Meter pro Sekunde Rückenwind ist optimal. Noch im erlaubten Bereich und Vicente verbessert sich da mal gewaltig. Wobei man bei ihr natürlich sagen muss, da wird es einige Bestleistungen regnen. Hürdensprint ist ja durchaus messbar, anders natürlich dann bei den Kugeln oder Speeren, die dann schwerer sind als im Juniorenalter. Hürden natürlich in der Höhe auch im Nachwuchsbereich niedriger. Aber auf Vicente können wir uns natürlich hier in den nächsten beiden Tagen sicher gefasst machen. Offizielle Zeit fehlt noch. So, offiziell, zweiter Lauf, 13:62 und auch zwei andere, nämlich Sophie Weißenberg und Hanne Maudens mit Zeiten unter 14 Sekunden und persönlichen Bestleistungen. Wie gesagt, darauf kommt es an, nicht was die anderen tun in erster Linie, sondern was man selbst gegenüber der eigenen Leistung drauflegen kann.